Jetzt ist es also passiert. Der türkische Notenbankchef ist weg. Erdogan hat ihn gefeuert. Das ist das, was viele schon lange befürchtet haben, natürlich. Und jetzt ist es eingetroffen. Und die türkische Lira ist daraufhin auch nochmal gefallen, ist ja klar. Aber andererseits, sie ist jetzt doch nicht so stark gefallen, wie das alle gesagt haben. Und die letzten Tage steigt sie jetzt sogar wieder. Wie können wir das alles einordnen? Kriegt die Türkei jetzt etwas, das sie dringend bräuchte, nämlich niedrige Zinsen? Oder geht der ganze Schuss nach hinten los am Ende? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Also, die Türkei ist ja in einem ziemlichen Schlamassel gewesen, oder ist es immer noch, das wissen wir ja alle. Letztes Jahr vor allem, da war es ganz besonders schlimm. Da ist die Lira eingebrochen, Inflation ist hochgeschossen, was miteinander zusammenhängt. Also die Inflation, die schießt ja jetzt nicht einfach so hoch, sondern das ist natürlich auch importierte Inflation. Also wenn ich in der Türkei lebe, wenn meine Währung stark fällt, dann werden Importe für mich teurer. Öl oder Rohstoffe oder ein Auto oder was ich sonst so aus dem Ausland kaufe, dementsprechend ist dieser Preisanstieg natürlich zu einem guten Teil importierte Inflation. Und dann hat natürlich die Notenbank auch den Leitzins stark angehoben und dadurch haben wir jetzt natürlich zusätzlich noch eine Wirtschaftskrise in der Türkei. Im ersten Quartal ist die türkische Wirtschaft um 2,6% geschrumpft. Habe ich hier natürlich alles behandelt, hier auf YouTube. Ich mache regelmäßig seit über einem Jahr Videos zur Türkei. Und ich hätte jetzt auch sowieso wahrscheinlich demnächst wieder eins gemacht. Ich habe mir das im Großen und Ganzen sogar schon so zurechtgelegt, wenn jetzt nicht diese ganze Notenbankgeschichte dazwischen gekommen wäre. Ich hätte wahrscheinlich ein Video gemacht, in dem ich gesagt hätte, zum Beispiel, also die Inflation, liebe Leute, die geht jetzt stark zurück, was sehr positiv ist. Dann das Leistungsbilanzdefizit, über das sich ja auch sehr viele Sorgen machen, was die Türkei betrifft. Das entwickelt sich auch positiv und die Lira an sich, die hat sich ja auch stabilisiert. Und deswegen hätte ich in meinem nächsten Türkei-Video wahrscheinlich Folgendes gesagt. Ich hätte gesagt, liebe Anleger, Sie wissen, ich war immer sehr vorsichtig mit der Türkei, mit Aktien, mit Anleihen aus der Türkei. Ich habe immer gesagt, Obacht, wir sind mitten in der Krise. Aber diesmal wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders geworden. Diesmal hätte ich wahrscheinlich gesagt, es liegt jetzt eben schon alles am Boden, die Aktien, die Anleihen, die Lira in der Türkei, das ist alles spottbillig. Und es gibt jetzt aber Dinge, die durchaus wieder positiv sind. Darum wird es jetzt vielleicht doch interessant mit Anlagen in der Türkei. Aber jetzt haben wir natürlich leider die Sache mit dem Notenbankchef. Und darum machen wir es so in diesem Video jetzt. Ich zeige Ihnen die positiven Sachen natürlich auch. Aber wir müssen natürlich auch reden über das Notenbankthema und das Thema Türkei und die Zinsen. Vorher zwei kleine Sachen noch, und zwar erstens Brasilien. Um Brasilien ist es in dem Video vor 3 Wochen gegangen. Da habe ich gesagt, für die Börse in Brasilien ist es ganz entscheidend, wie es mit der Pensionsreform weitergeht. Und jetzt ist Folgendes passiert. Es gab die erste Abstimmung im Parlament, also die erste von mehreren. Und in dieser ersten Abstimmung ist aber diese Pensionsreform ziemlich gut durchgekommen mit wenig Widerstand. Und dementsprechend ist der Bovespa jetzt auch auf einem neuen Rekordhoch. Das wollte ich nur mal gesagt haben jetzt auch, damit Sie da Bescheid wissen, damit Sie da auch auf dem Laufenden sind. Brasilien ist ja auch ein Markt, der da sehr interessant ist momentan. Dann das Zweite.
Im letzten Video, da haben wir gesprochen über Gold und da habe ich unseren Zukunftsmärkte-Report angekündigt. Der Report, wo es um die anderen Edelmetalle gegangen wäre, also Silber und Platin, dass wir den dann eben auch versenden und dass sie sich deswegen anmelden sollen und so weiter. Jetzt haben mich ein paar Leute angeschrieben, haben gesagt, ich habe das Video leider zu spät gesehen. Ich hätte den Report auch gern gehabt, den Report über Silber. Kann ich nur sagen, das ist natürlich alles kein Problem. Sie melden sich jetzt einfach an auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports sind immer alle umsonst und jeder, der sich anmeldet, der hat ja auch Zugriff auf unser Archiv. Und da können Sie alle Reports lesen, die wir bis jetzt gemacht haben. Also über Silber, russische Aktien, chinesische, brasilianische, alles, 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 was wir so gemacht haben bis jetzt. Und wie gesagt, Zukunftsmärkte-Reports, die sind und bleiben kostenlos, was Sie nur machen müssen. Sie müssen sich da einmal anmelden. Der Link dafür ist hier jetzt auch nochmal unter dem Beitrag. Und dann kommen Sie an alle Reports auch ran in Zukunft. So, jetzt zur Türkei zurück. Also, um was geht es bei diesem Konflikt Erdogan gegen die Notenbank? Das ist ein Konflikt, den gibt es schon länger. Letztes Jahr hat sich's dann zugespitzt und das ist im Grunde keine besondere Sache. Also Erdogan will niedrige Zinsen, dafür ist er bekannt. Und da kann man jetzt auch sagen, natürlich will er das. Also niedrige Zinsen, das heißt ja günstiges Geld und das ist dann gut für die türkische Wirtschaft. Und umso schlimmer war es für Erdogan natürlich mit dieser Lira-Krise letztes Jahr, weil da hat die Notenbank den Leitzins ja stark angehoben auf 24%. Das war im September und damals, da ist er übrigens immer noch der Leitzins, und damals war es aber eigentlich schon klar, dieser harte Zinsschritt auf 24%, das wirkt die Wirtschaft komplett ab. Und so war es auch. Und umgekehrt, die Notenbank, die macht das ja jetzt auch nicht aus reiner Bosheit, sondern die ist natürlich auch ganz klassisch vorgegangen, hat das getan, was sie eben geglaubt hat, tun zu müssen. Also die Lira ist eingebrochen, das heißt, man muss die verteidigen mit einem hohen Zins. Dann gab es massiv Kapitalflucht aus der Türkei raus, da braucht man natürlich auch einen hohen Zins. Und auch die Inflation, die ja auch stark gestiegen ist. Also im August war die damals bei 18%, im September war sie dann bei 24%. Also der Druck nach oben war eben auch sehr stark. Und da kann man eigentlich nur sagen, ja, es war im Grunde höchste Zeit, dass die Notenbank den Leitzins so stark anhebt. In so einer Situation, also bevor das alles dann komplett aus dem Ruder läuft. Und die Notenbank hat es damit ja am Ende auch geschafft. Also sie hat die Lira stabilisiert, sie hat es auch geschafft, dass sie die Inflation zumindest mal zurückdrängt. Beides ist dann eben auch so gekommen. Also brutale Maßnahme, aber bis jetzt durchaus erfolgreich. Die Notenbank hat eben gezeigt, sie geht entschlossen vor, entschlossen gegen die fallende Lira und gegen die Inflation und beides hat sich dann eben stabilisiert. In dem Fall war das Problem aber, dass es schon vorher so war, dass Erdogan immer gesagt hat, diese Leitzinserhöhungen sind falsch und diese Leitzinserhöhungen, die nimmt er nicht hin. Und das ist natürlich für die Notenbank nicht so gut, für die Glaubwürdigkeit der Notenbank. Denn wenn ich jetzt als Notenbank zeigen möchte, ich bekämpfe entschlossen die Inflation, ich mache dafür alles, was notwendig ist, und wenn aber gleichzeitig schon im Raum steht, dass meine Zinserhöhung wieder kassiert werden kann, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich natürlich den Leitzins anheben, wie ich will. Das Signal, das ich aussende damit, das wird trotzdem immer schwach sein. Die Notenbank hat ja vorher im Frühsommer den Leitzins schon auf 17,5% angehoben. Das hätte damals schon reichen können, wenn jeder gesehen hätte, die Notenbank, die ist entschlossen und die macht so weiter, wenn es nötig ist. Aber so hat man es nicht gesehen, so hat man es nicht sehen können. Und das hat die Krise damals verschärft, anstatt dass sie sich beruhigt hat. Also, Erdogan hat damals gesagt, der Zins ist so hoch, zu hoch.
Das ist jetzt auch egal, ob er damit recht gehabt hat oder nicht. Entscheidend ist, er hat damit natürlich die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage gestellt oder die Handlungsfähigkeit der Notenbank. Und am Ende hat er damit erreicht, dass der Leitzins am Schluss noch höher war, wahrscheinlich auch noch höher, als er hätte sein müssen. Weil in dem Moment, in dem er gesagt hat, ich sorge dafür, dass der Leitzins bald wieder runtergeht, da hat ihn ja die Notenbank erst recht anheben müssen, wegen ihrer Glaubwürdigkeit. Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Also Erdogan wollte niedrige Zinsen, aber dadurch hat er dann erst recht hohe Zinsen gekriegt. Und jetzt haben wir außerdem den Salat, jetzt ist nämlich der Notenbankchef wirklich entlassen worden von ihm. Also auch deutlich vor dem Ende seiner regulären Amtszeit. Und auch mit der Begründung, man habe ihm ja da immer gesagt, er soll jetzt mal die Zinsen senken und das hat er eben nicht gemacht und jetzt ist er eben weg. Und das Ganze kam natürlich dementsprechend an und ist auch dementsprechend kommentiert worden. Und viele Analysten haben gesagt jetzt, das ist genau das, was man immer befürchtet hat. Das ist ein Desaster. Das schadet dem Vertrauen in die Lira und dem Vertrauen in die türkische Geldpolitik. Und das wird auch nicht ohne Konsequenzen bleiben für die Lira. Aber interessanterweise ist es so, also die Lira hat natürlich schon verloren danach, aber was auch auffällt, sie ist jetzt bei Weitem nicht so stark gefallen, wie man das jetzt vermuten würde. Also sie ist direkt danach gefallen, nach dieser Ankündigung, um 2,5%. Und dann hat sie sich aber wieder gefangen, hat einen Teil von diesen Verlusten auch wieder aufgeholt und ist eigentlich momentan auch wieder so in so einer gewissen Erholung. Also wenn das Ganze vor einem Jahr passiert wäre, da vermute ich mal, da wäre die Lira nach dieser Notenbankchefentlassung komplett eingebrochen. Aber jetzt, also zumindest bis jetzt, da ist das alles sehr glimpflich gelaufen, so dass man sagen kann, also das Timing für die Entlassung von diesem armen Notenbankchef, das war jetzt nicht ganz so schlecht. Hier haben wir jetzt mal die Lira zum Euro. Ein Jahreschart. Ganz am Anfang, da sehen wir noch die letzte Phase von dieser unmittelbaren Krise im Sommer letztes Jahr. Das war die letzte starke Verkaufswelle. Aber dann Erholung ab September. Da stand dann ja schon auch die Leitzinserhöhung im Raum, dass da noch mal eine starke Leitzinserhöhung kommt. Das gibt natürlich irgendwo der Notenbank recht. Also die Notenbank hat damit wohl die Lira eben stabilisiert. Dann war die Lira noch mal schwächer jetzt im ersten Quartal dieses Jahr, aber seit Mai kann man sagen, geht es weiter wieder aufwärts und der allerletzte Knick dann ganz rechts, das ist dann die Entlassung von dem Notenbankchef. Das hat eigentlich nicht viel ausgemacht, zumindest bis jetzt kann man das so sagen. Die Erholung geht also rein in der charttechnischen Betrachtung trotzdem weiter, so wie es aussieht, und das ist ja schon erstaunlich, wenn man mal so nachdenkt drüber. Man kann es so erklären vielleicht, der Markt hat im Grunde auch vielleicht gar nichts anderes erwartet. Da hat man sich gedacht, das muss ja so kommen, früher oder später. Das mag sein. Was der Markt jetzt erwartet, das sind auf jeden Fall fallende Zinsen, Zinssenkungen. Die nächste Notenbanksitzung ist am 25. Juli, also sehr bald. Ich glaube allerdings auch, dass der Markt auch deswegen so gelassen ist, weil er zwar schon glaubt, okay, es gibt jetzt Zinssenkungen, aber er glaubt möglicherweise auch, diese Zinssenkungen, die jetzt kommen könnten, die wären durchaus auch schon gerechtfertigt. Das ist ja wichtig. Das ist jetzt die Inflation in der Türkei seit Juli 2018. Was man ganz klar sieht, die Inflation geht tatsächlich zurück. Vor allem im Juni jetzt, da sind wir wieder bei unter 16%. Also in der Spitze Oktober letztes Jahr, da waren wir bei über 25%. Aber es geht zurück. Das sind Basiseffekte natürlich. Das heißt noch nicht, dass wieder alles billiger wird. Und 16% Inflation sind auch noch durchaus viel. Aber der Inflationsdruck, der nimmt jetzt schon ab. Und ich gehe auch davon aus, das geht jetzt so weiter.
Denn der Leitzins ist sehr hoch und die Wirtschaft ist in der Rezession, was sehr schlimm ist, aber es hat zumindest den einen positiven Effekt, dass das wahrscheinlich die Inflation zurückdrängt. Und wenn jetzt auch noch die Lira stabil bleibt, dann würde ich sagen, dann ist es wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass die Inflation die nächsten Monate weiter sinkt. Und das heißt dann aber auch für Leitzinssenkungen gäbe es dann wirklich wieder Spielraum. Der Leitzins ist bei 24%, die Inflation ist nur in Anführungszeichen bei 16%. Und der Markt, der Anleihemarkt, der spielt es auch irgendwie schon länger durch. Also Rendite von türkischen Anleihen in Lira mit 10 Jahren Laufzeit, die ist momentan bei 16,5%. Sehr hohe Verzinsung natürlich, aber sie ist damit unter dem Leitzins. Mit anderen Worten, Entlassung vom Notenbankchef aus Sicht des Marktes ist sicherlich eine ärgerliche Sache oder beunruhigend, aber im Grunde rechnet man sowieso schon damit, dass der Leitzins jetzt zurückgeht. Dann eine andere Sache, Leistungsbilanz, türkische, seit 5 Jahren. Hellbraun ist Defizit, blau ist Überschuss. Das ist nach wie vor nicht besonders schön, aber auch da wird es besser. Es gibt außerdem ein saisonales Muster in der Türkei. Im Sommer, da kommen die Touristen, da fließt Geld ins Land, da ist das Defizit geringer. Und letztes Jahr, da hat es im Sommer auch einen Überschuss gegeben, den man da im Blau sieht. Und dieses Jahr ist es aber schon so, da haben wir schon im Mai den ersten Überschuss. Und das Defizit vorher, also Anfang dieses Jahres, das war auch viel geringer als sonst. Woher kommt das? Es hat viel damit zu tun, dass die Lira niedrig ist nach wie vor. Das hilft dem Export, das bringt Geld ins Land. Und natürlich auch das hohe Zinsniveau. Das zieht auch Geld an oder zieht Geld zurück in die Türkei. Und das Leistungsbilanzdefizit, das war natürlich auch immer so eine große Sorge, wenn es um die Türkei ging. Aber vielleicht ist es ja jetzt momentan wirklich so, dass wir uns da auf ein neues Gleichgewicht hinbewegen durch die Lira, die jetzt so niedrig ist. Ein Gleichgewicht, das so ist, dass die Türkei vielleicht wirklich mal eine deutlich bessere Leistungsbilanz hat in der Zukunft. Das ist für den türkischen Bürger jetzt ein schwacher Trost, weil das natürlich heißen würde, die Importe bleiben teuer. Aber für die Türkei insgesamt, wenn sich da die Leistungsbilanz jetzt verbessern würde, dann wäre das wirklich ein Fortschritt. Also es gibt auch positive Dinge, die gerade passieren in der Türkei. Meine Meinung war da immer, also wenn man investieren will in der Türkei, in türkische Aktien, türkische Anleihen und wenn man das tut als Anleger außerhalb der Türkei, dann braucht man eine Lira, die stabil ist, zumindest stabil. Aber momentan ist sie stabil und es gibt auch eine ganz gute Chance, dass sie das bleibt. Und wenn das so bleibt, dann sind türkische Anleihen zum Beispiel, haben wir ja gehört, dann sind die sehr lukrativ, wenn die Währung nicht gleichzeitig fällt. Aber eins muss ich auch sagen, mir gefällt das mit der Notenbank nicht besonders. Man muss da jetzt natürlich sehen, wie geht es da weiter, was passiert da jetzt zum Beispiel auf der Notenbanksitzung nächste Woche, 25. Juli. Dann gibt es noch ein paar andere Risiken natürlich. S-400 Raketensystem aus Russland zum Beispiel kann wieder Konflikte geben mit den Amerikanern. Dann gibt es ein paar andere Konflikte internationale, die da auch weiter köcheln. Also mit anderen Worten, es ist schon eine Sache für sich. Es muss jeder selber wissen, was er tut, ob er da investieren will. Aber was ein ganz zentrales Thema natürlich bleiben wird für türkische Investments, das ist die Geldpolitik und das wird meiner Meinung nach auch so bleiben. Erstmal. Und Notenbanken sind sowieso ein wichtiges Thema und darum geht es nächste Woche bei uns auch gleich weiter mit Notenbanken. Und nächste Woche geht es vor allem oder es geht wieder um Glaubwürdigkeit von Notenbanken, aber allgemein die Glaubwürdigkeit, das betrifft ja weiß Gott nicht nur die Türkei, wenn man mal ehrlich ist. Man könnte sich ja sogar mal die Frage stellen, warum zweifeln wir eigentlich die Glaubwürdigkeit an von der türkischen Notenbank, obwohl die ja in der Krise den Leitzins angehoben hat auf 24%? Und warum zweifeln wir aber nicht die Glaubwürdigkeit der EZB an, zum Beispiel, wo wir seit Jahren Nullpolitik haben, wo die Renditen auf die meisten Anleihen negativ sind und das ja bei einer Inflation, die trotzdem bei 1,2% ist momentan, also auch jetzt im wirtschaftlichen Abschwung, was dann ja auch heißt, wirklich
Negative Realzinsen. Also warum gibt es da bei uns keine Kapitalflucht? Warum gibt es da keine Massenflucht von den Anlegern? Jetzt ist die Türkei als Vergleich natürlich ein Extrembeispiel, aber nehmen wir mal ein Land wie Brasilien. In Brasilien ist die Wirtschaft im ersten Quartal geschrumpft und trotzdem braucht Brasilien anscheinend einen Leitzins von 6,5%, weil sonst die Währung gleich wieder fällt. Aber in der Eurozone sind 0% anscheinend auch okay. Oder Mexiko. Mexiko Leitzins 8,25%. Mexiko hat sogar einen Leitzins mehrmals angehoben letztes Jahr im Wirtschaftsabschwung eigentlich. Warum ist das alles so? Also warum ist die Welt zweigeteilt in der Hinsicht? Warum gibt es da in der einen Hälfte der Welt Zinsen, und zwar hohe Zinsen eigentlich? Und warum gibt es in der anderen Hälfte der Welt keine Zinsen? Und was heißt das momentan für uns als Anleger in einer Zeit, wo man ja damit rechnet, dass die Zinsen bei uns allgemein noch weiter zurückgehen werden? Also das ist ein interessantes Thema, glaube ich. Darum geht es bei uns nächste Woche. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und wenn Sie es auf gar keinen Fall verpassen wollen, dann am besten natürlich Kanal abonnieren, beim Anmelden die Glocke drücken, dann sehen Sie sofort, wenn der Beitrag da ist, und dann natürlich auch alle künftigen Videos von Zukunftsmärkte, wo ja dann sicherlich auch einiges dabei ist, das dann auch für Sie interessant ist. Gut, dann sage ich mal bis nächste Woche. Wir sehen uns. Alles Gute bis dahin und natürlich herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.